Wer wäre das? Ist ein sehr lieber Freund von uns, spielt sehr gut Fußball, ist noch dazu ein ganz ein netter Bursche, hat auch was im Kopf. Comedian, Stimmenimitator und der Ö3 Callboy. Eishockey spielt auch gut. Gernot Kulis. Der Kulis. Der Kulis weiß das? Der weiß das. Ruf mal an den Kulis. Wenn ihr glaubt, ihr braucht ihn später nicht mehr. Den ruf mal. Wir sind ja da noch fünf. Das ist eine Frage für ihn. Okay. Ich bin bei ihm, er ist der Chef. Gernot, ich bin nur Kommodator. Passt. Gernot Kulis ans Rohr. So noch nie gesagt. Ich bin neugierig, wie er sich meldet. Vielleicht meldet er sich als Ivo Vastic. Klar, aber heute ja, müde der gespielt. Viel, ne? Ja. Der ist gut. Und der andere? Wie hat der Krankel zu ihm gesagt? Zauberer. Wie ist er? Zauberer. Das ist ja gut, du bist da mit Eisinger. Super. Das ist ja Wahnsinn, du. Was machen wir? Was machen wir? Cool ist, du Zauberer, halt die Klappe jetzt. Wie kann man mich auch anrufen als Ö3 Callboy? Rufen Sie nicht an, er ruft Sie an. Ich verstehe das überhaupt nicht. Jetzt ist endlich einmal sein andere Vorzeichen. Was glaubst du, wie viele Leute sich jetzt freuen, dass du jetzt einmal dran kommst? Servus, Servus Gernot. Hallo? Du bist der Zauberer auf der anderen Seite, da mir gegenüber sitzen auch zwei Zauberer. Und es geht jetzt um 10.000 Euro. Streng dich an für die Sporthilfe, gell? Kennst du dich aus? Du bist im Herzen, bist du wohl ein Sportler. Komm, reiß dich zusammen. Und was für einer, bitte. Reiß dich zusammen. Ich mach das. Wer liest vor? Welches Phänomen lässt die Rentenkassen Brasiliens schwächeln? Der Viagra-Effekt oder das Cortison-Ergebnis? Ja, jetzt muss ich wieder in Armin Eising eine kippen, weil wenn ich nichts weiß, ist wenigstens authentisch. Na, boah, ich würde sagen, der Viagra-Effekt. Okay, warum? Ja, ich glaube, dass das könnte irgendwie dort, also die sind so hormongesteuert. Das ist sich Gott sei Dank noch ausgegangen. Ja. Schau mal aus. Danke, Gernot. Ja, wir nehmen das, was er sagt. Da müssen wir vertrauen. Aber da sind wir gegen das Publikum, gell? Nein, blöd. Nein, warum? Für 38% zu 6. Wunderbar. Ja. Viagra-Effekt, Antwort? Passt B. Eine damit Sicherheitsstufe erreicht, das haben wir gelernt. Teuer erkauft, das muss passen. Das hab's teuer gekauft, ja, aber es ist eine geile Erklärung. Immer mehr ältere Männer heiraten weitaus jüngere Frauen in Brasilien. Nicht nur in Brasilien. Aber pass auf, die jungen Witwen haben dann das Recht, die Renten ihrer verstorbenen Männer zu kassieren. Und deswegen ist das ein Problem für die Rentenkassen in Brasilien. Der Viagra-Effekt, das merken wir uns.